Lassen Sie es einfach. Lassen Sie es einfach. Manche sagen, ich sei zu naiv, und heute muss ich mich ganz ehrlich fragen, stimmt das vielleicht? Auf jeden Fall habe ich bis zuletzt gehofft, dass das Landgericht Berlin meinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Ausschluss aus der Bundespressekonferenz annimmt und dass ich in den nächsten Tagen schon wieder in die Bundespressekonferenz kann. Pustekuchen. Warum? Mein Anwalt hat mich ermahnt. Der sagte, ich aus juristischen Gründen, ich solle das Ganze sehr, sehr nüchtern und sachlich machen. Und darum versuche ich jetzt meine Emotionen, und die sind da, glauben Sie mir, im Moment. Ich würde gerne einiges sagen, aber ich versuche, die jetzt zurückzudrängen. Was ist passiert? Die Bundespressekonferenz hat mich ausgeschlossen mit der Begründung, ich habe meinen Wohnsitz im Ausland. Mein Anwalt und ich, wir sind dagegen vorgegangen, weil auch andere Mitglieder der Bundespressekonferenz ihren Wohnsitz fernab von Berlin haben. Das musste jetzt auch das Gericht eingestehen. Die erste Begründung dafür, dass man nicht mich jetzt wieder zugelassen hat, die war die, dass man sagt, da ist gar keine Eilbedürftigkeit. Ich verstehe das nicht. Journalismus ist mein Beruf, die Bundespressekonferenz war mein wichtigster Arbeitsplatz. Das sind Ihre, eure Fragen, die ich dort stelle. Meine Seite hat Millionen Leser, und da keine Eilbedürftigkeit zu sehen, ob jetzt diese kritischen Fragen gestellt werden können oder nicht, das ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der normale Gerichtsweg, der dauert Jahre. Und dann, wenn ich in 3 Jahren Recht kriege, ja, dann kann man sagen, ja gut, du hast Recht gehabt, aber durftest 3 Jahre nicht rein. Im Normalfall wägen die Gerichte da ab, die sagen, für wen ist es unzumutbarer, wenn man sich jetzt nicht gleich entscheidet. In dem Fall wäre dann die Abwägung, ist es für die Bundespressekonferenz unzumutbar, wenn jemand, der ohnehin schon Mitglied war, einfach jetzt noch weiter Mitglied ist, oder ist es für den Reitschuster unzumutbar, wenn er keine Fragen stellen darf, unter Umständen jahrelang. Das ist bei der Eilbedürftigkeit die Abwägung. Eine der Abwägungen, gibt es viele, wir wollen jetzt nicht ganz hier in die Juristerei gehen, jetzt auch um Erfolgsaussichten und anderes, aber in der Entscheidung steht klipp und klar drin, dass man da keine Eilbedürftigkeit sieht. Ich enthalte mich eines Kommentares. Das zweite, für mich ein noch größeres Rätsel, weil wir haben ja nachgewiesen, andere Mitglieder Wohnsitz weit weg von Berlin, teilweise viele, viele Autostunden. Und da stellt sich jetzt heraus, das ist kein Problem. Also man kann auch viele Autostunden von Berlin weg sein. Es ist offenbar auch kein Problem, dass viele Mitglieder so gut wie nie oder gar nie in die Bundespressekonferenz kommen. Also auch von denen, die außerhalb Berlins wohnen, manche so gut wie nie in die Bundespressekonferenz kommen. Dass viele Mitglieder zwar noch in Berlin wohnen, aber eigentlich gar keine kaum noch oder gar nicht mehr journalistisch arbeiten oder so gut wie nie darüber berichten. All das ist offenbar kein Problem. Ein Problem ist es aber, wenn derjenige, der wahrscheinlich mit am meisten oder am meisten berichtet aus der Bundespressekonferenz, der so gut in wie jeder Bundespressekonferenz persönlich oder über die Online-Funktion da ist, wenn der nicht sich oft genug in Berlin aufhält beziehungsweise direkt physisch persönlich aus Berlin berichtet. Also im Internetzeitalter muss ich über der Stadtgrenze, geht es, da geht es nicht. In der Stadtgrenze geht es offenbar auch noch in Stadtnähe. Also seid mir nicht böse, diese Logik ist für mich nicht nachvollziehbar. Also derjenige, der wirklich ständig berichtet, mit das aktivste Mitglied der Bundespressekonferenz, und andere haben auch ihren Wohnsitz außerhalb, und bei den anderen geht das, weil die offenbar, woher wissen die das, prüfen die das, mehr in Berlin oder aus Berlin berichten. Und bei mir geht es nicht, weil ich eben aus Berlin, teilweise auch nicht aus Berlin berichte. Ich kann die Logik nicht nachvollziehen. Ich habe geschrieben, dass ich mindestens 1 bis 2 Mal im Monat in Berlin bin. Da ging es gar nicht darum, wie oft, ja, ob ich jetzt eine Woche da bin oder 2. Aber also man muss offenbar auch die Stadtgrenze dann öfter überschreiten. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Nochmal für diejenigen, die nicht drin sind in dem Thema. Einzige Verbindung zu einem Ort in der Satzung ist, dass man ganz überwiegend aus Berlin berichten muss über Bundespolitik als Parlamentskorrespondent. Wohnsitz ist nicht entscheidend, und aus Berlin berichten gilt offenbar dann nur, wenn es innerhalb der Stadtgrenzen ist. Ja,
Ich halte mich jetzt sehr zurück bei der Einschätzung dieses Urteils, auch wegen meines Anwalts, der hat mir das geraten. Warum sage ich jetzt nicht, was ich gerne sagen würde? Ich sage nur, dass ich, meine erste Reaktion war sofort, dass ich dagegen Beschwerde einlegen will. Dann ginge es ans Kammergericht. Das ist dann, glaube ich, die letzte Chance, bevor es dann in dieses jahrelange normale Verfahren geht. Ich bin völlig gewillt, beim Kammergericht dagegen vorzugehen. Muss natürlich jetzt abwarten, was mein Anwalt sagt. Und ich freue mich riesig, wenn Sie, wenn ihr mich unterstützt, dabei, dass ich gegen dieses in meinen Augen, jetzt hätte ich schon fast schon wieder was gesagt, was ich nicht sagen darf, gegen dieses in meinen Augen nicht sehr leicht zu erklärende Urteil vorzugehen, auch die Seite und die Arbeit unterstützt. Also tausend Dank für jede Unterstützung. Ich finde und ich hoffe, der Anwalt macht dann auch mit, das kann man so einfach nicht hinnehmen. Und ja, vielleicht bin ich wieder naiv, aber ich hoffe doch, dass im Kammergericht noch Richter sind, die das vielleicht etwas anders sehen und die zumindest diese ganzen Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, die das für mich beantworten können. Vielen Dank, alles Gute, vor allem für die Unterstützung. Schaut wieder rein, macht's gut, danke. Wir sehen uns so. Ja, und noch was Letztes, was mich völlig verwundert, die Berichterstattung in den großen Medien über meinen Ausschluss. Also hat man den Eindruck, die haben überhaupt nicht die Satzung angeschaut der Bundespressekonferenz. Viele Kollegen wirklich nicht den geringsten Eindruck, auch völlig verstoßen gegen den Grundsatz, dass man immer beide Seiten anhören muss, sondern einfach blind und tump das übernommen, was die Bundespressekonferenz sagte. Und so wird Stimmung erzeugt. Und Richter lesen ja auch diese Berichterstattung. Was ich mich wirklich frage, wenn die Bundespressekonferenz in meinen Augen willkürlich Mitglieder ausschließt, ich sehe das als willkürlich an, wenn sie diese Monopolfunktion hat, warum macht dann die Bundesregierung sozusagen ein Monopolgeschäft mit diesem Verein, der vorselektiert, wer Fragen stellen darf und nicht. Es ist jetzt, glaube ich, gar niemand kritischer mehr drinnen. Sie kennen meine Einstellung zu RT, Russia Today, aber der Kollege Warwick von Russia Today, der hat auch kritische Fragen gestellt. Der ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr dabei, weil ich auch Russia Today nicht mehr filmt. Also er ist nicht ausgeschlossen, aber sozusagen, da ist das auch anders. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, genauso wie die Begründung des Vereins der Auslandspresse, der mich nicht zugelassen hat, weil er sagte, die Novaya Gazeta, für die ich ja tätig bin, die darf ja im Moment nicht erscheinen wegen der Zensur in Russland. Also man nützt die Zensur in Russland, um einen Vorwand zu haben, um dann mich als freiberuflichen Korrespondenten der Novaya Gazeta nicht aufzunehmen. Also, liebe Kollegen von der Auslandspresse, ich sage nicht, was ich gerne sagen würde. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber nochmal, ich werde dagegen, so mein Anwalt mitmacht, weiter vorgehen und freue mich über jede Unterstützung. Alles Gute, danke, ciao.